In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie ein in Compleo Website hochgeladenes Dokument signieren. Klicken Sie in der E-Mail auf die URL, um das Dokument zu öffnen. In der Benutzeroberfläche können Sie den Dateinamen anzeigen. Hier können Sie die Anzahl der editierbaren Textzonen sehen. Sie können mit den Schaltflächen zurück und weiter navigieren. Ein Pfeil zeigt eine aktuell ausgewählte Textzone an. Klicken Sie auf eine Textzone, um sie zu bearbeiten. Klicken Sie, um zur nächsten Textzone zu wechseln. Der Pfeil bewegt sich von der früheren Textzone auf den aktuellen. Sie können wählen, um zu ändern oder behalten, den Inhalt der Textzonen. Klicken Sie auf dieses Feld, um Ihre Signatur einzufügen. Sie können jede dieser drei Optionen verwenden. In dieser Option geben Sie Ihren Namen ein. Und wählen Sie eine Schriftart aus der Liste. Die Signatur wird in dem Feld angezeigt. Klicken Sie darauf, um Ihre Signatur zu ändern. In dieser Option müssen Sie Ihren Namen zeichnen. Klicken Sie auf Löschen, wenn Sie die Signatur verwerfen und eine andere erstellen möchten. Mit dieser Option, Sie können ein Bild Ihrer Unterschrift hochladen, das als JPEG-Datei gespeichert wurde. Sie können auch andere Bilddateiformate wie PNG und BMP verwenden. Klicken Sie auf Löschen, wenn Sie die aktuell ausgewählte Datei verwerfen möchten. Wenn Sie alle Felder abgeschlossen haben, klicken Sie auf, um das Dokument an Compleo Website zu senden. Sie eine Nachricht erhalten, dass Ihr Dokument wurde erfolgreich gesendet. Die signierte Kopie wird in Compleo Website registriert.